Hallo Leute und willkommen zurück zu Embers Airline. Weiter geht's mit der nächsten Prüfung. Finde so viele Karl, wie du kannst. Okay. Das mache ich ja eigentlich immer ganz gerne, denn das geht relativ schnell und ja, macht dann doch irgendwie ein bisschen Bock. Karl, und da noch, dich habe ich leider nicht bekommen. Und da ist noch einer und da ist noch einer und da ist noch einer. Ach, diese Mäuseinvasion hier im Flugzeug. Keine Ahnung, wie die hier hinkommen. Und ich habe auch keine Ahnung, warum ich gerade so langsam bin. Oder meine ich das nur? Dich nehme ich mit, dich nehme ich mit. Oh, ich bin echt langsam. Warum? Was ist denn los? Dich nehme ich auch noch mit. Ja, obwohl, ich habe gerade mal so ein bisschen nach oben geschielt. Hälfte der Zeit haben wir noch nicht erreicht. Dafür aber auch noch nicht den ersten Diamant. Was ist denn los? Ich bin langsam. Hilfe. So, ersten haben wir. Dich nehme ich mit, dich nehme ich mit. Ja, den da oben habe ich nicht mehr bekommen. Ah, wo seid ihr? Wo seid ihr? Da ist einer, da ist einer. Bitte nicht immer so weit weg, wenn die näher beisammen sind. Ist das viel einfacher, so wie hier nämlich. So, zweiten Diamant haben wir auch. Ich hoffe, wir bekommen auch noch den dritten. Aber doch, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Auch wenn der Anfang jetzt ein bisschen holpriger, ein bisschen langsamer war. Sollte machbar sein. Dann mache ich mir gleich, wenn ich den dritten Diamant habe, auch gar keinen Stress mehr. Jetzt habe ich ihn. Ach, sehr schön. So, du kommst doch mit. Du kommst doch mit. Und du noch. Und du von mir aus auch noch. Wie die Ember auch da steht. Also, oh nein, überall Mäuse hier. Was ist denn los? So, ja komm, jetzt ist doch gut. Ich hab's doch jetzt. Ich hab's jetzt geschafft. Die Punktzahl geht doch sowieso nicht mehr höher. Lassen wir das Ganze jetzt einfach mal so auslaufen. Ich bin jetzt viel mehr gespannt auf die Story. Da muss doch jetzt endlich mal wieder ein bisschen was mit Noah rauskommen, oder nicht? Wäre zumindest schön. Neubeginn. Bereite 8 Cocktails zu. Okay. Hört zu. Wir müssen noch die Nachbesprechung durchführen und uns auf unseren nächsten Flug vorbereiten. Okay, legen wir los. Zuerst einmal gute Arbeit gestern. Ich habe gehört, dass der London-Flug auf beiden Strecken reibungslos verlaufen ist. Nach dem Absturz müssen wir jedes auch noch so kleine Problem auf jeden Fall vermeiden. Die Augen der Nation blicken jetzt gerade auf Snuggford Airlines. Wir müssen eine ganz saubere Bilanz präsentieren. Folgendes steht für die nächste Woche an. Okay, damit wären wir für heute fertig. Ember, hättest du kurz Zeit? Ja. Was ist los? Ich muss mich bei dir entschuldigen. Doch, das muss ich. Ich habe nicht an dich geglaubt und das war ein Fehler. Ich hätte dein Potenzial erkennen und dir dabei helfen sollen, es zu entwickeln. Stattdessen habe ich mich dir in den Weg gestellt. Das war eine falsche Entscheidung von mir. Aber ich werde mich bessern. Ich habe von dir eine wichtige Lektion gelernt, Ember. Danke. Ich habe auch von dir viel gelernt. Sollen wir einfach noch einmal von vorne anfangen? Das wäre wunderbar. Danke, Karen. Juhu, Friede, Freude, Eierkuchen mal wieder. So, willkommen im Laden. 550 haben wir. Ich würde sagen, wir kaufen einfach mal einen besseren Hocker. Warum nicht? Und das war's dann. So, bereite 8 Cocktails zu. Ja, wisst ihr was? Okay, da brauche ich direkt schon den ersten. So, bitte sehr. Der ist dann für dich, meine Liebe. Da mache ich direkt noch einen. So, du kannst dich auf den neuen, wundervollen Hocker setzen. Dann komme ich zu dir, danach nochmal zu dir. Und du bekommst den Donut. Ach ja, wie schön. Leute, ich wollte noch erzählen. Ich habe beim letzten Mal die erste Klasse Flugzeuggeschichte erzählt. Und habe mir das Video nachher nochmal angeguckt. Ich glaube, ich bringe die Urlaube da vielleicht doch so ein bisschen durcheinander, weil das kann ja nicht alles in einem Urlaub passiert sein. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es jetzt um den Rückflug von dem Urlaub, wo ich eben erste Klasse geflogen bin. Also, wir waren in der Dominikanischen Republik und wir hatten beim Hinflug schon ein Pärchen dabei. Ich weiß nicht, ob die auch mit uns erste Klasse geflogen sind oder ob die das nur mitbekommen haben. Ach Gott, das wieder. Oh nein. Ich glaube aber, die haben das nur mitbekommen, dass andere halt erste Klasse fliegen durften und sie selber halt nicht. So, dann standen die beim Rückflug vor uns, beim Check-in-Schalter. So. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, ob die uns das gesagt haben oder ob wir das gesehen haben, dass die halt die ganze Zeit schon Geld in der Hand hatten. Und ich war der Meinung, oder ich bin jetzt in meiner Erinnerung der Meinung, das waren damals $50. So. Und
Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die uns das gesagt haben oder ob wir einfach nur mit... Nee, Quatsch, nein, das waren zwei Pärchen. Genau, das waren zwei Pärchen, die haben sich wohl im Urlaub kennengelernt, genau. Und die haben sich vor uns in der Schlange darüber unterhalten, was sie jetzt vorhaben. Und zwar hatten sie vor, die Dame, die an dem Check-in-Schalter sitzt, so mehr oder weniger zu bestechen, dass sie erste Klasse fliegen dürfen. Weil wohl schon klar war, dass die Maschine wieder überbucht ist. Genau, und wir haben das halt so mitbekommen. Und jetzt kann man sich denken, jemand, der in der Dominikanischen Republik am Check-in-Schalter arbeitet, verdient jetzt wahrscheinlich nicht ganz so viel wie jemand in Deutschland, der im Check-in-Schalter arbeitet. Ja, und von daher hatten die vor, die da zu bestechen und keine Ahnung. So, und ich natürlich zu meiner Mutter, hey Mama, die wollen die da bestechen und keine Ahnung. Und ich glaube, ich habe gesagt, ja, wollen wir das nicht auch machen, guck mal, und dann können wir wieder erste Klasse fliegen. Und keine Ahnung, ich war, oh du Gott, das ist voll illegal, was ich gerade erzähle, kann das sein? Ich weiß nicht, wenn dann, ach, dann ist das bestimmt schon verjährt, das ist viele Jahre her. So, auf jeden Fall waren die dann dran, diese zwei Pärchen, und haben wohl auch ihr Upgrade bekommen und konnten tatsächlich auch erste Klasse fliegen. So, dann waren wir dran und ich habe schon zu meiner Mama ja vorher gesagt, guck mal, die haben da $50 und so und die geben der Frau das und dann macht die das schon klar. So, und ich weiß gar nicht, warum meine Mama damals keine $50 geben wollte, vielleicht hatten wir auch keine $50 mehr dabei, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte sie halt $10 und ich schon so, boah, du kannst keine $10, das ist viel zu wenig, so, ne? Du musst wenn dann so schon dick auf die Kacke hauen da. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall waren wir da dran und meine Mama so ganz zögerlich, ne, muss dann natürlich auch alles irgendwie auf Englisch sein, ganz zögerlich schob sie da immer so ein bisschen irgendwie den, 10 Euro oder 10 Dollar Schein hin und hat, glaube ich, immer irgendwie gesagt, ja, hier, First Class oder Business Class, bla bla. Auf jeden Fall wollte uns die Trulla das halt nicht geben. Die wollte die scheiß $10 nicht annehmen. Absolut verständlich, damit riskiert die Alte ihren Job und das ja wohl nicht für $10, ne? So, auf jeden Fall war es dann so, dass wir das Upgrade nicht bekommen haben und der Rückflug halt ganz normal war. Das Beste an der Sache war aber, da waren wir so ein bisschen schadenfroh, auch eigentlich total gemein, dass wir relativ nah am Vorhang zur ersten Klasse saßen. Also da ist man ja immer nur durch so einen Vorhang getrennt. Und wir halt mitbekommen haben, dass die, die jetzt in der ersten Klasse saßen und die nicht erste Klasse wirklich gebucht hatten, dass die überhaupt nicht den Service bekommen haben. Also die hatten weder das total gute Essen, die hatten den DVD-Player nicht, die hatten halt im Endeffekt nur ein bisschen mehr Beinfreiheit. Und ja, da waren wir dann doch ein bisschen schadenfroh und haben so gedacht, huhu, wie cool, dass wir das auf dem Hinflug hatten. Eigentlich voll die unspannende Geschichte, ne? Und wie gesagt, vielleicht auch ein bisschen kriminell, ich weiß es nicht. Aber wir sind mit unserer Masche ja nicht durchgekommen. Also von daher war es ja nur ein versuchter Betrug. Keine Ahnung, ey Leute, zeigt mich bitte nicht an. Aber wie gesagt, ach, das ist so viele Jahre her, das ist schon verjährt. Ach, das war so dumm, dass ich das erzählt habe. Wenn mir mal einer irgendwas Böses will, dann wird er das bestimmt rauskramen. Aber nein, ich glaube, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, so war das dann. So, das waren genug Urlaubsgeschichten. Mehr fällt mir gerade nicht ein. Und das Level ist fast rum. Wow, ich sollte mehr erzählen. Also echt jetzt, das ging jetzt so schnell. Fällt mir noch was Lustiges ein? Ich glaube, das war es an Urlaubsgeschichten. Och, ich könnte euch noch, genau, vielleicht mache ich das gleich noch, von meinen Urlaubslieben erzählen. Die eine übrigens auch wieder in dem einen Urlaub. Also in dem Urlaub. Ich kann das nicht mehr auseinanderhalten. Es war auf jeden Fall der erste Urlaub, wo auch das mit dem, mit den $50 Klau beim Rückflug passiert ist. Das war auf jeden Fall der Urlaub. Da habe ich eine Urlaubsliebe gehabt. Ach, er war so toll. Pavel hieß er oder heißt er, wie auch immer. Ja, eigentlich voll die doofe Geschichte, aber egal. Wo ist sie denn jetzt? In Rio? Ach, sieh an. Hi, ich denke gerade an dich. Hast du vielleicht Lust, irgendwann diese Woche mit mir essen zu gehen, wenn du Zeit hast? Warum zögere ich nur? David ist doch wirklich nett. Und Clark ist so interessant und trotzdem kann ich mich nicht... Keine Ahnung. Hey, ich habe gerade, ehrlich gesagt, einen ziemlich vollen Terminkalender, aber ich würde dich gerne sehen. Ich möchte gern etwas mit dir besprechen. Okay. Gut. So, Level 54. Was haben wir denn da? Was ist Liebe? Ach Mensch, passend zu meinem Thema. Hebe die Gläser auf, die Ember fallen gelassen hat. Wieso, mit wem spielen wir denn?
Ach, mit der bekifften Elise wahrscheinlich. Anscheinend zerbrichst du dir gerade schwer über etwas den Kopf, Amber. Willst du darüber reden und einen rauchen? Du bist echt sehr aufmerksam. Ich konnte mich schon immer sehr gut in andere hineinversetzen. Fragst du dich jemals, wie Liebe überhaupt funktioniert? Ich meine, wie... Wie kann mich jemand mehr lieben als jemand anderes? Was? Es geht nicht darum, dass jemand anderes dich liebt. Wenigstens ist das nicht das eigentliche Problem. Für mich ist das aber schon ein Problem. Geliebt zu werden beginnt normalerweise damit, dass du lernst zu lieben, vor allem dich selbst. Dann ist es auch nicht mehr so schwierig zu erkennen, dass dich vielleicht jemand liebt. Da hast du wohl recht. Sei übrigens vorsichtig, hier liegt noch überall Glas von gestern Abend. Was? Warum liegt hier Glas von gestern Abend? Was haben die hier gemacht? Ich weiß ja nicht. So, was kaufen wir jetzt? Was haben wir denn hier? Ausgießer wird die dringend schneller servieren. Ach, wisst ihr was? Das kaufen wir. Das kaufen wir. So, da ist ein bisschen, da ist ein bisschen, da ist ein bisschen, da ist ein bisschen. Dann haben wir da noch was. Das gehört auch noch dazu. Das hier auch noch. Und eine Sache fehlt noch. Einmal fehlen noch Gläser. Da oben. Und damit haben wir es schon geschafft. Ja, Leute, also... Eigentlich ist das überhaupt keine Geschichte, ich kann es aber trotzdem erzählen. In diesem besagten Urlaub habe ich Pavel kennengelernt. Und ich war überzeugt, wir werden irgendwann mal heiraten. Das haben wir jetzt nicht getan, er hat nämlich jemand anderen geheiratet, viele Jahre später. Ja, der war da halt so. Also, das war ein Einheimischer, was sagt man? Sagt man denn ein dominikanischer Republiker? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall jetzt keiner, der irgendwie von mir einen Pass wollte und nach Deutschland wollte. Das war halt eine relativ gut situierte Familie. Der Vater hat doch irgendwas in der Regierung gemacht, keine Ahnung. Und die haben halt in dem Hotel, wo wir waren, auch Urlaub gemacht. Und ja, ich habe ihn gesehen am Pool, er hat mich gesehen und es war Liebe auf den ersten Blick. Und dann hat er mich angequatscht, ich weiß gar nicht mehr warum und wieso. Und ich wollte halt damals absolut kein Englisch sprechen. So, ich habe mich immer so geschämt, ihm dann irgendwie was zu sagen. Da habe ich mir meine Mutter vorgeschoben und gesagt, ja, sag dem mal, dass ich ihn auch nett finde, bla bla. Ja, auf jeden Fall hatten wir, glaube ich, 4 schöne Tage zusammen und dann ist er wieder gefahren. Die waren irgendwie nur übers Wochenende da oder so. Und ich halt 2 Wochen. Ja, auf jeden Fall hat er gesagt, ach ja, und du kannst ja mal irgendwann zu mir kommen und bla. Und wir haben auch Pferde und wir können auch reiten. Und ich so, ja, boah, super toll. War irgendwie im 7. Himmel, ja, dann sind die halt gefahren nach ein paar Tagen. Ich natürlich todtraurig. Und danach haben wir tatsächlich immer noch bei Skype geschrieben und so. Der wollte halt auch immer mit Webcam und bla. Aber wie gesagt, ich habe mich da immer geschämt, auch irgendwie zu reden und hatte die ganze Zeit, während wir geschrieben haben, den Übersetzer irgendwie nebenbei an, um dem dann einigermaßen vernünftig auf Englisch zu antworten. Ja, und irgendwie ging das eigentlich voll lange, habe ich das Gefühl. Der hatte auch dann meine Nummer, hat auch mal angerufen. Aber auch da wollte ich nicht mit dem reden. Also, ich fand den voll toll. Ich war echt verliebt, aber ich hatte immer Angst, dass ich nicht so richtig mit dem reden kann. Ach, auf jeden Fall hat er mir noch, genau, am letzten Abend hat er mir sogar noch seine Kette geschenkt, das weiß ich noch. Ach, da waren wir am Strand und die Kette habe ich auch heute noch. Die war extrem hässlich, aber er hat sie mir trotzdem geschenkt und ja, ich fand sie trotzdem toll. Und dann haben wir, ich weiß gar nicht wann, Jahre später nochmal bei Skype geschrieben. Also es hat sich dann auch so ein bisschen verlaufen. Ich bin da natürlich nie hingeflogen. Ich war nie bei ihm zu Hause und mit seinen Pferden reiten. Also das hat sich dann alles irgendwie nie ergeben. Und ja, dann haben wir, glaube ich, noch so ein bisschen bei Skype geschrieben. Dann irgendwann nicht mehr. Und dann hat er mich aber Jahre später nochmal angeschrieben. Und dann war ich gar nicht mehr so gehemmt, was das Englischsprechen angeht. Und dann haben wir, glaube ich, auch ein bisschen gequatscht. Und das war auch so die Zeit, wo Facebook schon aufkam. Und dann hat er mich auch gefragt, so, hey, hast du Facebook? Und habe ich gesagt, jo, hier. Und ich glaube, ich bin sogar immer noch mit dem befreundet bei Facebook. Zumindest habe ich da mal vor Jahren gesehen, dass er Fotos von seiner Hochzeit drin hat. Und dachte so, ja, okay, hat er jetzt wohl eine andere geheiratet. Aber gut, ja. Das war die Geschichte mit Pavel. Oh, dann kann ich euch noch eine Geschichte erzählen. Da war ich aber viel, viel jünger. Da müsste ich 12 gewesen sein. So in etwa. Und ich hatte wieder eine Urlaubsliebe. Ja, nein, eigentlich war das keine Urlaubsliebe. Das stimmt nicht so wirklich. Also, das war in Ägypten. Und
wir lagen da so am Strand und neben uns lag eine Familie und ich hoffe übrigens, dass diese Person, von der ich gerade rede, oder aber die Schwester von der Person, nicht dieses Video guckt und sich angesprochen fühlt, aber egal. So, und neben uns lag eine Familie, Mutter, Vater, zwei Kinder. Ein Junge, der, ich glaube, vielleicht so 2 Jahre älter oder so war als ich. Also ich war 12, meine ich zumindest, er war 14 und er hatte halt noch eine Schwester. Und die war jünger als ich. So, ist auch scheißegal eigentlich, wie alt die sind. So, und auf jeden Fall weiß ich noch, die hatte eine rote Badeshorts an und sah einfach so unfassbar gut aus. Ich fand den so toll. Und hab dann auch meiner Mama so gesagt, oh, ich finde den ganz toll, ne, und bla bla bla. Und sie, ja, dann sag doch mal was zu dem, weil die waren halt direkt neben uns, ne, so unterm Sonnenschirm. Und ja, ich fand ihn so toll. Ich habe mich aber nicht getraut, was zu sagen. Und er hat mich auch immer angeguckt und ich dachte so, ah, der findet mich bestimmt auch toll. Hat aber auch nichts gesagt. Dann hat man sich natürlich abends beim Essen so gesehen, wenn man da im Restaurant war. Und ich wollte auch immer, das heißt immer, es waren auch nur 3 Tage oder so, die ich den kannte. Auf jeden Fall wollte ich da sitzen, wo er sitzt, damit ich ihn auch schön beobachten kann, bla bla. Und ich wusste, wie er heißt, denn die Eltern haben den ja mal gerufen. Also, ich glaube, ich kann den Namen jetzt sagen, gibt es ja 1000 Mal, der hieß Daniel. Also wusste ich schon, der Junge heißt Daniel. Und ja, keine Ahnung, irgendwie habe ich mich überhaupt nicht getraut, was zu dem zu sagen. Und ich weiß nicht, ob er sich auch nicht getraut hat, weil angeguckt hat er mich ja, vielleicht auch, weil ich so hässlich war, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich dann mitbekommen, nach 3 Tagen, die ich unsterblich verliebt war in Daniel, dass die schon wieder abfliegen. Und ich war todtraurig. Und ja, plötzlich waren die dann tatsächlich weg und lagen halt nicht mehr am Strand neben uns. Und ich habe bitterlich geweint, das weiß ich noch, so sehr, dass der Poolboy irgendwie auch zu uns kam, oder der Strandboy da, keine Ahnung, und gesagt hat, ja, oh, was ist denn los, und wein noch nicht, und hier und da, bla bla. Und dann hat er mir noch irgendwas in mein Buch gemalt, was ich damals dabei hatte, das weiß ich auch noch, um mich irgendwie aufzuheitern. Ja, auf jeden Fall, ich todtraurig und am Heulen. Und ich zu meiner Mutter gesagt, ich kann nicht weiterleben, ohne zu wissen, wer dieser Daniel ist, wo der wohnt, und pipapo, hab da total den Aufstand gemacht. Und jetzt kommt wahrscheinlich erstmal ein bisschen Story. Warum Clark wohl hier ist? Ich habe gehört, dass Hank ihm für seinen heldenhaften Einsatz auf der Insel danken will. Ich glaube nicht, dass er mir zuwinkt. Es ist schön, dich zu sehen. Ich habe viel an dich gedacht, Amber. Ja, ich habe auch viel nachgedacht. Anscheinend gehst du auf eine große Reise. Ja, irgendwie schon. Ich wollte etwas mehr Zeit hier in Snuggford verbringen. Wir haben zusammen viel durchgemacht, du und ich. Und ich habe gesehen, was für eine unglaublich starke Persönlichkeit du bist. Du bist eine tolle Frau und ich würde es mein Leben lang bereuen, wenn ich mir nicht die Zeit genommen hätte, dir das zu zeigen. Ich bin eigentlich nicht der Typ, der lange an einem Ort bleibt, das weißt du. Aber ich würde gerne eine Weile hierbleiben, bei dir, wenn du das willst, natürlich. Du gehst mir einfach nicht mehr aus dem Kopf, darum wird es höchste Zeit, dass auch der Rest von mir in deiner Nähe ist. Ich verstehe langsam, wie du dich fühlst, Clark, aber es gibt da immer noch etwas, dem ich mich stellen muss. Und ich habe mir Ziele gesteckt, die ich erreichen will. Du bist ein unglaublich toller Mann, Clark. Wenn wir eine Zukunft haben sollen, dann muss ich auch mit meinem ganzen Herzen dabei sein. Aber das kann ich dir nicht bieten, zumindest im Moment noch nicht. Hoffentlich habe ich nichts Falsches getan. Nein, nein, natürlich nicht. Es ist nur, ich muss mich zuerst noch mit jemandem treffen. Ich verstehe. Nun ja, das glaube ich wenigstens. Ich werde noch eine Woche oder so hier sein, wenn du reden willst. Okay. Clark? Danke. Was du gerade für mich getan hast, machst du nicht sehr oft. Das weiß ich sehr wohl. Es bedeutet mir sehr viel. Danke. Ja, kein Ding, Baby. Ach ja. Clark und David. Das große Wetteifern um Amber. So, was gibt's als nächstes? Spiele als Karen im Flugzeug, okay. Also, das Übliche. Ja, also, Daniel war dann weg und ich war todtraurig, ich habe geweint und habe halt gesagt, ich kann nicht leben, ohne Kontakt zu diesem Jungen zu haben. Aber ich muss ziehen. Okay, 3-mal. Ja, und meine Mama dann natürlich ganz schlau und wollte natürlich
natürlich auch, dass ihre Tochter glücklich ist und die Liebe ihres Lebens findet, mit 12 vor allem. Und ist dann zur Rezeption gegangen und hat halt so gesagt, ja, hier ist eine Familie abgereist und ich glaube, ich wusste auch damals die Zimmernummer oder so, weiß ich gar nicht. Ja, und da ist eine Familie abgereist und da hat meine Mutter ein bisschen rumgelogen, ne, alles für das Glück ihres Kindes. Und hat halt, das Übliche, alles klar. Und hat halt gesagt, ja, wir hätten die hier im Urlaub kennengelernt und wir hätten noch irgendwelche wichtigen Sachen von denen. So, ich weiß gar nicht mehr, was sie gesagt hat. So, irgendwas hätten wir von denen und wir bräuchten aber jetzt die Adresse, weil die haben sie uns nicht gegeben und wir wollen das ja zurückschicken. So, die Rezeption, natürlich, vorbildlich wie sie ist, haben sie uns gesagt, nee, natürlich nicht. Also können wir ihnen definitiv nicht geben. Meine Mama so, ja, aber doch, wir haben hier wichtige Sachen. Nein, geht nicht. Also hat die Rezeption uns das nicht abgekauft, logischerweise. Und ich habe die Adresse nicht rausbekommen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich wusste den Nachnamen. Ich weiß aber jetzt gar nicht mehr, woher wusste ich denn den Nachnamen? Egal. Auf jeden Fall hat uns die Rezeption nicht gesagt, wo diese Familie wohnt oder wie die heißen, denn das wusste ich schon. So. Ja, und ich natürlich todtraurig und ne, blöd. Jetzt habe ich den Jungen nicht gefunden und weiß ich nicht. Mir kommen jetzt noch voll viele andere Gedanken. Ich wusste aber auch, woher die kommen. Dass die aus... Oh, die Stadt sage ich jetzt nicht, ey. Nicht, dass einer den noch kennt. Ja, egal. Ich wusste, dass die aus Düsseldorf kommen. Aus irgendeinem Grund wusste ich das. Aber egal. So, auf jeden Fall war dann der ganze Urlaub für mich schon irgendwie im Arsch, weil ich natürlich todtraurig war. Und dann habe ich mich irgendwann damit abgefunden. Also habe jahrelang nicht daran gedacht, weil die Liebe war dann wohl doch nicht so groß. Und dann habe ich aber mal vor vielen Jahren, ja, was heißt vor vielen Jahren, vielleicht so vor 4, 5 Jahren, habe ich mal auf Facebook nach ihm gesucht und habe ihn tatsächlich gefunden. Und er sah genauso gut aus wie früher, nur ein bisschen älter. Und dann war ich natürlich ganz mutig und habe mir gedacht, so komm, schick sie ihm eine Freundschaftsanfrage, ne? Habe ich auch gemacht. Er hat die auch angenommen. Dann habe ich ihm auch geschrieben, so ja, hi erstmal. Und ich glaube, dann hat er direkt gefragt, woher kennst du mich oder wie kommst du auf mein Profil und so. Und dann habe ich ihn gefragt, warst du zu dem und dem Zeitpunkt mal mit deiner Familie in Ägypten im Urlaub? Weil ich mich halt erstmal vergewissern wollte, ob der das wirklich war. Also ich habe den schon erkannt. Und er hatte auch Bilder von seiner Schwester drin und die habe ich auch erkannt, obwohl ich sie nur ein paar Tage gesehen habe, aber egal. Ja, auf jeden Fall wusste ich, dass der das ist, aber ich wollte ihn trotzdem irgendwie darauf ansprechen. Vielleicht hatte ich auch die Hoffnung, dass er so sagt, ach, du warst diejenige. So, auf jeden Fall habe ich ihn gefragt, so was mit deinen Eltern zu der und der Zeit in Ägypten. Und hat er mir zurückgeschrieben, so, ja, wie kommst du darauf, woher weißt du das? Und jetzt kommt das absolut große Highlight. Und zwar habe ich auf diese Nachricht nicht mehr geantwortet. Weil es mir einfach absolut unangenehm war, als totaler Creep da zu stehen, der einfach mal 15 Jahre später, oder Gott weiß wie lange, sagt, ach so, ja, hallo, ich fand dich damals vor 15 Jahren im Urlaub, als ich 12 war, ganz toll. Und ja, jetzt weiß ich nicht, also jetzt brauche ich ihm auch nicht mehr schreiben. Auf jeden Fall war mir das dann echt zu doof, weil ich so dachte, was soll der Typ denn denken? Ey, da ist so eine tolle, nee, weiß ich nicht, mega creepy. Vor allem hätte er ja auch direkt irgendwie schreiben können, ach so, du warst die Person, bla bla. Das hat mir dann auch so ein bisschen gezeigt, dass er sich überhaupt nicht an mich erinnert. Also fand er mich wohl doch nicht toll. Oder keine Ahnung, ja. Auf jeden Fall auch crazy irgendwie. Und dass der noch genauso aussah. Also abgesehen, klar, davon, dass der älter war und so, sah der immer noch verdammt gut aus. War aber generell trotzdem nicht mehr so ganz mein Typ. Also hatte ein schönes Gesicht so, das mochte ich wohl noch, aber sehr muskelprotzmäßig, also schon extrem, sodass ich dachte, ah, das ist nicht so geil. Das hatte er dann früher als 14-Jähriger nicht. Aber gut, ja. Das waren meine beiden großen Urlaubslieben, Pavel und Daniel. Bei beiden dachte ich, ich kann ohne sie nicht leben. Und was ist? Jetzt lebe ich ohne die beiden und erzähle im Let's Play darüber. Ich könnte eigentlich gleich nochmal bei Facebook gucken, was der Daniel so macht. Also, mal schauen, ob der ein paar neue Fotos drin hat. Vielleicht war er mal wieder in Ägypten. Vielleicht ist er auch verheiratet mittlerweile. Oh Mann, ey, schon die zweite Hochzeit, die meine Urlaubslieben hier feiern. Ja, komm, Amber, mach hin. Boah, und ich habe das Gefühl, heute habe ich auch wirklich in einer Tour geredet. Aber die Zeit ging super schnell rum. Sonst ist das echt immer so, dass ich denke, so, oh, das Level ist noch voll lang, aber
Hey, das klappt ganz gut hier. So, du setzt dich hin. Und dann komme ich zu dir. Und wir haben bis jetzt auch alles geschafft, ne? Aufgaben geschafft, Karl gefunden, 3 Sterne immer erreicht. Das ist schön. Ja, und jetzt habe ich mein ganzes Gesprächspulver schon verschossen und habe keine Ahnung, was ich beim nächsten Mal erzählen soll. Aber wer weiß, vielleicht fällt mir dann doch noch was ein. Wobei ich Urlaubsgeschichten jetzt erstmal keine mehr habe, glaube ich. Naja gut, so, für dich ist noch der Donut und dann würde ich sagen, habe ich gleich hoffentlich 3 Diamanten. Und wir landen und, keine Ahnung, in Snackfort oder wo auch immer wir landen, ich weiß es nicht. So, Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss!